is difficult. Help me, help you. So, damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht schon, ich bin in meinem neuen Raum hier angekommen. Es ist noch nicht alles perfekt, so wie ich das will, aber es wird auf jeden Fall noch eine Roomtour dazukommen und ich werde mal alles zeigen, so wie ich es jetzt gerade habe, aber das ist ein anderes Thema. Ihr hört auch Akustik, ist noch nicht so am Start. Ich habe hier mein Mikrofon, aber relativ tief unten steht, das heisst, es hält wahrscheinlich nicht ziemlich, weil es doch ein sehr, sehr grosser Raum ist. Aber gut, schauen wir noch jetzt, schauen wir zuerst mal etwas Neues an, nämlich hat Need for Speed einen neuen Trailer veröffentlicht für ein neues Spiel, für Hot Pursuit, für ein Remaster vom alten Need for Speed Hot Pursuit, das ist ein Spiel, das 2010 rausgekommen ist. Und wenn jetzt Need for Speed Heat so schlecht gelaufen ist, haben wir sich wahrscheinlich einfach gedacht, ja, hauen wir mal ein Remaster von dem alten Spiel raus. Schauen wir uns mal an. Ich habe es vorher schon mal angeschaut, habe aber bemerkt, dass ich die Aufnahme nicht gestartet habe. Das heisst, ich habe den ganzen Trailer schon mal gesehen. Und ja. Jetzt haben wir mal. Keep checking if he's online. He never is. Wir schauen uns den Trailer einfach mal an. Ich sage nachher noch ein paar Sachen dazu. 5'10. How did he go so far? Jack's Pizzeria on 0800 510 510 510. 510? How? We had a great year and I'm pleased to say that our share price has increased to £5.10 per share, so it is big fat bonuses all round. Hiya, can I get a coffee and a bagel, please? 5'10", please. How much? 5'10". Why can't I just leave what is behind me? I need to fix this. There's got to be a way. Ja, gut. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also wie gesagt, es ist ein Remaster, es ist kein neues Spiel. Es ist nicht vom Spiel Hot Pursuit aus dem Jahr 2010, wo man einfach grafisch aufgewertet hat. Wenn man jetzt im Gameplay etwas geändert hat, denke ich wahrscheinlich nicht. Es ist eine wirklich einfach Grafik, vielleicht ein bisschen die Steuerung, die man ein bisschen angepasst hat, verändert hat. Ob das Gameplay, das man jetzt hier im Trailer gesehen hat, das jetzt schon die neue Grafik ist oder die alte, kann ich jetzt gar nicht sagen. Könnte irgendwie beides sein fast. Ja. Man muss natürlich denken, eben, das ist ein Spiel aus dem Jahr 2010, dort sind halt auch nicht so moderne Autos drin. Also alles 2010, alles was 2010 früher rausgekommen ist, wird drin sein, alles was neuer ist, natürlich nicht. Also so Lamborghini Huracan Performante, Koenigsegg Riviera wird es nicht geben, es hat Koenigsegg Agera drin, weil der halt älter ist. Aber so neuere Autos wird es auch zum Release vom Remaster nicht geben. Man wird einfach die Autos oder beibehalten vom Alten und es ist wirklich einfach nur eine Grafik, die sich neu ändert und vielleicht ein bisschen im Gameplay. Was in dem Spiel auch neu ist, muss man sagen, es hat eine Mechanik, man kann entweder als Polizei oder als Auto spielen.
Nein, das hat es gar nicht gezeigt, als Polizei oder als Racer House. Dafür kann man keine Autos aufziehen, soweit ich weiß, wenn es jetzt bei dem Need for Speed ist. Ich kann jetzt keinen Scheiß erzählen. Ich glaube, es ist in dem Need for Speed, wo man nicht die Möglichkeit hat, Autos aufzuziehen. Also halt Leistungstechnik und so. Ob man jetzt das Aussehen ändern, weiß ich gar nicht. Ja. Ja, ich denke, wir dürfen jetzt nicht zu viel erwarten. Es ist halt vor allem so ein Platzfüller halt, dass wir jetzt ein bisschen Platz haben, nachdem ja Need for Speed Heat so schlecht war. Wenn wir einfach das dann nochmal deinselt. Ich glaube, ich packe einfach mal die Autoliste mit Videobeschreibung rein, könnt ihr dort mal draufklicken und schauen, was für Autos drin hat. Es sind schon noch interessante Autos, wenn man zum Beispiel in neueren Need for Speed oder generell Autospiele eigentlich gar nicht mehr findet. Ja. Also ich bin gespannt, was das geht. Es kostet gerade für PC 29,99, für Konsole, Switch und so 39,99. Schaut mal vorbei. Bei Need for Speed kann ich den Trailer selber nochmal anschauen. Vielleicht gibt es auch schon erste Gameplay-Videos dazu. Und ja, dann würde ich sagen, ist das gewesen. Es kommt auf jeden Fall eine Roomtour zu dem da. Eine, so wie es jetzt gerade ausgesehen, dann vielleicht noch eine neuere, wie es dann neu ist. Dann würde ich sagen, abonnieren, die Glocke aktivieren nicht vergessen. Ja, in dem Fall, wir sehen sich. Ciao zusammen.